Irgendwann Mitte des Jahres wird man von der VG-Wort benachrichtigt, dass man Zählmarken hat, die den erforderlichen Mindestzugriff erreicht haben und dass man diese auch melden soll, damit man die Tantieme bekommt. Diesen ganzen Vorgang jetzt der Zählmarkenmeldung machen wir in den sogenannten TOM-Bereich, also Texte online melden von der VG-Wort. Und dort werden schon unter Zählmarkenübersicht alle Zählpixel aufgelistet, die den notwendigen Mindestzugriff erreicht haben. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man den Zählmarken die passenden Artikel zuordnet, also die Artikel findet, wo man die entsprechenden Zählmarken im Vorjahr eingebaut hat. Ich speichere alle meine Zählmarken beim Einbau als Textdateien ab, lege die also als Textdateien bzw. CSV-Dateien ab und speichere direkt auch dort die passende Adresse des Artikels ein, sodass ich im nächsten Jahr, wenn ich die ganzen Meldungen mache, auch direkt zuordnen kann, welche Artikel gehören zu welchen Zählmarken. Jetzt mache ich einfach beispielhaft eine Meldung. Dieser Zählpixel hat für das Jahr 2011, also im Vorjahr, den Mindestzugriff erreicht. Und ich klicke jetzt einfach auf den passenden Button erstmal. Und im nächsten Schritt bekomme ich die Eingabemaske zu sehen. Als erstes muss ich entscheiden, bin ich der alleinige Autor, Co-Autor, Übersetzer und so weiter. Im nächsten Feld kommt dann wieder eine Kurzbeschreibung oder die Überschrift des Artikels ein. Ich steuere mal erstmal den passenden Artikel an und kopiere die Überschrift. Diese füge ich in das erste Feld ein. Und im nächsten Schritt wäre der Inhalt des Artikels dran. Diesen kopiere ich, beziehungsweise markieren, kopieren und füge es dann in das große Feld ein. Schaue nochmal, ob alles mitgekommen ist. Und im dritten Schritt, das ist wichtig, füge ich die Adresse des Artikels ein. Es gibt ja noch ein weiteres Feld, das Kommentarfeld für irgendwelche Anmerkungen, aber das braucht man in diesem Fall nicht. Und somit ist eigentlich die Meldung schon fertig und man kann es abschicken. Im nächsten Schritt bekommt man nochmal die Übersicht zu sehen. Da kann man nochmal schauen, ob alles in Ordnung ist. Und so könnte man sich jetzt dem nächsten Zählpixel zuwenden. Diesen findet man entweder über den privaten Identifikationscode oder indem man einfach wieder die Zählmarkenübersicht ansteuert. So mache ich das und arbeite mich von oben nach unten durch. Es mühselige Arbeit muss leider jedes Jahr wieder neu gemacht werden.